Der Saal 600 im Nürnberger Justizpalast ist ein ganz besonderer Ort. Hier wurde Weltgeschichte geschrieben. In den Jahren 45 und 46 fanden nämlich genau in diesem Gerichtssaal die Hauptkriegsverbrecherprozesse statt, vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Und diese Prozesse haben das Völkerrecht maßgeblich geprägt, bis heute. Und genau deshalb treffen sich über 400 Mitglieder der deutsch-israelischen Juristenvereinigung auch hier. Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und andere hochrangige Richter aus beiden Ländern kommen alle 18 Monate regelmäßig zusammen. In Nürnberg findet dieses Treffen gerade zum ersten Mal statt. Ja, und neben vielen juristischen Vorträgen hat die Gruppe natürlich auch die Informationsstätte Memorium Nürnberger Prozesse im Dachgeschoss dieses Justizpalastes besichtigt. Uschi Schmidt war vor Ort und hat nachgefragt, warum dieses Juristentreffen immer noch so wichtig ist. Hier im Saal 600 im Nürnberger Justizpalast haben sie stattgefunden, die Nürnberger Prozesse vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Es ging um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um Kriegsverbrechen, um viele betroffene Familien, wie die zum Beispiel von Joshua Deutsch. Ihre Familie stammt hier ursprünglich aus Franken, Nürnberg, Erlangen, Fürth. Sie leben in Tel Aviv, und Teil konnte flüchten. Inwiefern war Ihr Vater hier involviert, als junger Mann? Ja, ja. Er hat hier studiert von Jahre 45 bis 50, Medizin. Und hat hier in die Prozesse als Translator, weil er hat sehr viele Sprachen gewusst. Und das hat er nicht zu Hause erzählt, habe ich nur nachher gewusst von das, nur später, ja. Und meine Mutter ist hier in Nürnberg geboren. Der Vater Übersetzer. Und hatten Sie mal wirklich intensiver darüber reden können, was er da genau erlebt hat? Nein, 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 nein. Habe ich nur später gehört von meiner Mutter etwas. Er konnte nie erzählen von dem Zweiten Weltkrieg und was war auch nachher. Nein. Jetzt sind Sie heute das erste Mal hier in Nürnberg im Memorium Nürnberger Prozesse, wo das eben alles stattfand, wo Ihr Vater auch mitgearbeitet hat. Was macht das mit Ihnen? Das ist natürlich sehr schwierig, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Warum? Ja, weil ich glaube, das ist so wie eine Puzzle für mich. Was habe ich gehört so von den Eltern? Und jetzt sehe ich das in meine Augen. Das macht sehr viel. Das macht sehr viel. Ja. Sie haben eine Entscheidung getroffen für sich, eine Berufswahl. Sie sind Anwalt. Hatte das damit zu tun? Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Sie treffen sich aber mit deutschen und mit israelischen Juristen, ja, immer abwechselnd in dem einen oder in, ja, dem anderen Land. Warum ist Ihnen das persönlich wichtig? Das ist wichtig. Wir sind schon 12 Jahre in dieser Gruppe, weil ich glaube, für die junge Generation ist wichtig zu wissen, dass es gibt eine neue Generation. Wir müssen erinnern die Sachen, aber wissen, dass jetzt ist eine neue Generation und wir müssen eine von die zweite lernen und wissen. Danke Ihnen, Herr Deutscher. Emma Esser ist Vorstand im deutsch-israelischen Juristenvereinigung. Warum ist es so wichtig, dass die Juristen aus Deutschland und Israel sich immer wieder treffen und miteinander zu tun haben? Naja, der regelmäßige Austausch zwischen Juristen spielt eine ganz große Rolle. Es ist fortbildend für beide Seiten. Wir können jeweils aus der jeweiligen Geschichte, aus den Erfahrungen lernen, Schlüsse ziehen. Das kann übertragen werden in das andere Rechtssystem. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Leute viel mitnehmen aus einer solchen Konferenz, dass sie dann auch in die tägliche Praxis in ihrem Büro oder vor Gericht umsetzen können. Gibt es noch so etwas wie Ressentiments oder ist das überwunden inzwischen? Da würde ich sagen, das ist überwunden. Das sehen Sie an der großen Teilnehmerzahl. Wir haben enorm viele junge Leute. Wir haben alle Generationen, die hier vertreten sind. Hier kommen Freunde zusammen auf kollegialer Basis und können sich austauschen, können offen miteinander diskutieren. Dieses Forum können wir hier bieten, ohne dass jemand sozusagen das Gefühl hat, er wird hier zurückgesetzt oder es ist noch etwas übrig geblieben. Danke Ihnen, Herr Esser. Ja, und die Juristen tauschen sich natürlich nicht nur fachlich aus, sondern die gucken sich auch Nürnberg an. Und dafür nehmen sie sich Zeit bis Freitag.